Guten Tag, herzlich willkommen bei der Firma Holmer. Wir sind heute da als Repräsentant der Excel-Gruppe. Mein Name ist Florian Kreh und ich darf euch heute einfach mal zeigen, wie wir jetzt unsere Maschine an irgendeinen AgriRouter-Account anbinden. Für uns als Holmer ist sehr wichtig, dass wir auch an Großbetriebe rankommen, die dementsprechende Maschinenparks schon haben und wir als eine Maschine für einen relativ speziellen Bereich anbieten und dadurch keine andere Möglichkeit haben mit AgriRouter eigentlich. Okay, also zum Onboarding ist das Ganze funktioniert relativ einfach. Wir öffnen, wie es mein Kollege jetzt macht, den AgriRouter-Account von einem Landwirt, Lohnunternehmer, was man halt so hätte. Es gibt nur einen Button zu klicken, das ist Connect Telemetriebox. Man wählt nun unsere Holmer-Lösung aus. EasyHelp 4.0 wird das Ganze genannt. Man muss einmal einen Code kopieren. Diesen dann auf unserer Holmer-Plattform bei der bestimmten Maschine eingeben. Und nun wechseln wir wieder zum AgriRouter und sehen jetzt, wie wir uns nach unserem Modul suchen, weil es hier doch schon sehr viele angeschlossen sind vom ganzen Event heute. Hier haben wir die Maschine mit der Seriennummer 3853 und das ist die Maschine, die Sie hier oben sehen. Also man sieht, dass es wirklich live funktioniert. Der AgriRouter ist soweit und wir können uns dementsprechend auch verbinden. Zur Anzeige der Daten kann man natürlich die App seiner Wahl verwenden. Wir haben jetzt mal MyEasyFarm hier. Und hier sieht man die Daten, die wir heute Morgen generiert haben. Ist einfach mal heute Morgen übers Feld gefahren. Und hier wird dann dementsprechend der Kraftstoffverbrauch in dieser Zeit angezeigt, visualisiert. Das Gleiche können Sie auch zum Beispiel mit Farmpilot machen, wie das in der Zuckerindustrie vor allem gefordert wird aktuell. Mal zum Farmpilot bitte. Also hier sieht man dann genauso, wie wir uns heute Morgen bewegt haben. Es sieht etwas wild aus, da das Feld auch relativ klein ist für unsere Maschine. Genauso sehen wir dann auch im Farmpilot Maschineneinstellungen wie die Rodetiefe oder einfach die Einstellungen der Reinigungsorgane. Das war es eigentlich von unserer Seite zum Thema Onboarding und Datenanzeige. Wir haben gesehen, es geht alles sehr einfach, sehr schnell und das auch für die Integration in doch Maschinenparks, die eigentlich nur einfarbig sind. Das ist uns kein Problem. Vielen Dank.